Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory. So, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen vorgewagt und haben schon ein paar Schmelzofen gebaut. Ich hatte ja schon hier, was ist das? Ein Konstruktor gebaut, aber ich kann noch keine Conveyors, wie heißen die Dinger? Fließbänder bauen, genau. So, und wir haben vor, jetzt unseren Hub abzugraden. Wir haben alle Teile jetzt schon fertiggestellt und können den jetzt verbessern. Dadurch haben wir neue Sachen freigeschaltet, wie die Conveyors. Die Frage ist jetzt. You have unlocked new buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Eighth objective, hub upgrade, additional power. Advice, when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Caution, overloading the power network guarantees suboptimal performance. Wir brauchen Eisenplatten. Was brauchen wir noch? Ein Förderband. Wupp, da rein. Kommen schon die ersten Sachen an. Wir wollen, ich denke, Drähte. Das ist unser Kupfererz, genau. Wir wollen Draht. So, das gleiche können wir hier hinten machen. Wir brauchen nämlich immer Eisenplatten. Also können wir eigentlich auch hier sofort einen Konstruktor hinterbauen. Wupp. Uns fehlen Eisenplatten. Mehr Eisenplatten, bitte! Davon braucht man immer ziemlich viel. So. Weg da! Ich muss Eisenplatten bauen. Ja, genau. Konstruktor. Eingang ist auf der falschen Seite. Der muss dann dahin. Gerade dahinter. Verstärkte Eisenplatten. Wollte ich mich veräppeln? Verstärkte Eisenplatte braucht Schrauben. Schrauben brauchen Stangen. Boah. Gib uns Schrauben. Hat jemand gesehen, wie viele Eisenplatten wir brauchen, verstärkte? Nehmen wir 7. Können wir jetzt bauen? Bitte, bitte. Ja. So, versuchen wir das mal gerade dahinter zu klemmen. Wir brauchen jetzt noch Strom für diesen Typen hier. Machen wir hier Strommast. Da fehlen uns Eisenstangen. Eisenstangen können wir nicht herstellen. Haben wir überhaupt hier noch was über? Platten. Gib uns die. Gib uns Eisenstangen. Machen wir erstmal einen kleinen Batzen. Werden sowieso noch einige gebrauchen, denke ich. Bauen erstmal hier neben einen Strommast. Das Ding bauen wir ab. Und setzen. Nein, wir wollen nicht abbauen. Ich will. Genau. Anklemmen. Diesen Strommasten. Diesen Strommasten da anklemmen. Und dich
da anklemmen. Yay. So. Wir wollen Eisenplatten herstellen. Und du machst gerade gar nichts, weil du kein Eisen hast. Du kriegst Eisen. Kupfererz können wir gleich auch mitnehmen. Können ja jeweils immer 100 speichern, dann bleibt die Produktion auf jeden Fall frühzeitig nicht stehen. So, was können wir noch bauen? Spezialproduktion, Rüstungswerkstatt, Schmelzwaren, Konstrukteur, Energie. Hat sich irgendwas sonst geändert? Förderbänder haben wir. Jo. Fundamente. Oh, das ist cool. Müssen wir bald komplett alles mit Fundamenten unterlegen. So, das ist in der Produktion. Was brauchen wir jetzt? Nächste Stufe. Hub-Upgrade. Da kriegen wir die Minen. Ey, das ist gut. Wir brauchen Platten, Eisenstangen. Wir haben alles bis auf ein paar Platten und Eisenstangen. Platten. Haben wir hier noch ein paar. Eisenbarren. Wir wählen das erstmal aus. Geben denen schon alles, was wir haben. Brauchen wir noch? Beton, ne? Gabels. Wie viele Eisenplatten hast du schon? Wollen ja nicht alles selber machen hier. So, Platten machen. 56 Stück brauchen wir. 56 erreicht. Eisenstangen brauchen wir noch 20 oder so. Ja, 21 Stück. Haben wir. Nein, Platten. Da. Sauber. Gut, jetzt wollte ich jetzt gucken. Congratulations. You have unlocked hub feature additional biomass generator. New buildings, which can be found in the build menu. Ninth objective, hub upgrade, molecular analysis. Note, to ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. Ach so, alles klar. Vielen Dank. Wir sind bei Miner. Ja. So, wir brauchen Stangen und Beton. Stangen haben wir 5 Stück, also einen Minentyp können wir. Also bauen wir am besten ein paar Stangen mehr. Die Minenarbeiter haben wir ja schon ein paar. So, Stangen sind produziert. Attacke. Wir machen erstmal die Kupferproduktion fertig. Die ist ja hier vorne. So, jetzt haben wir die Minen-Dinger hochgenommen. Jetzt müssen wir gucken. Miner. Ja. Eisenplatten benötigt. Und Strom müssen wir auch irgendwie hinkriegen. Also können wir eigentlich hier mal einen Mast hinstellen. Obwohl, brauchen wir hier einen Mast? Wir stellen trotzdem einen Mast hier hin. Wo am besten? Vorne haben wir einen Masten. Ich hoffe, von der Distanz her reicht das. Stellen ihn hier hin. Stromleitung. Du bist voll.
Das ist aber blöd. Stellen wir noch einen Mast hier hin. Hier hin. Genau. Dann bauen wir dich da ab. So, wir wollen das hier alles vernünftig machen. Reicht das hier? Tatsache. So. Alles läuft über eine Leitung. Ich kann mal wieder abbauen. Gib her. So, hier wollen wir Kabel anschließen. So, das läuft alles. Kupfer läuft von alleine. So, wir brauchen Eisenplatten für die Förderbänder. Eisenplatten kriegen wir hier hin. Wird ja automatisch produziert. 72 Stück. Mehr damit. Wir hätten das Ding drehen sollen. Fällt mir so nicht. Wir bauen es ab. Dann bauen wir es wieder auf. Drehen wir aber dann. So. Strom wollten wir. Was ist das denn noch von der Distanz? Ich hoffe. Förderbank ist zu lang. Wir hätten das ganze Ding weiter drehen sollen. War irgendwie doof. Mach mal so. Dann von da kommen wir da rein. Tada! Weißt du was? Ja, das gefällt mir nicht. Ich will das. Ach, was soll's. Bleibt so. So, das gleiche müssen wir jetzt für Eisenerz machen. Die Sachen haben wir hier vorne. Öffnen, alles nehmen. Oh, wir sind voll. Bringen erstmal ein paar Sachen weg. So. Biomasse brauchen wir nicht. Kupferdrähte brauchen wir auch gar nicht. Das auch nicht. Das. Kein Platz mehr. Aber. Wollen ja nichts liegen lassen hier an Erz. So. MK1 Minen. Und direkt? Ne, wir machen das um eine Ecke. Das kommt hier hoch durch den Boden. Nee. Wollen das doch ein bisschen hübscher haben. So, um erstmal überhaupt anzufangen, machen wir das so.
So, was braucht man immer alles für Sachen? Eisenplatten und Eisenstangen. Wir können eine Produktionslinie mit Eisenplatten machen. Machen hier dann nochmal eine Schmelze hin, einen Konstruktor für Eisen. Guck mal, Eisenstangen im Konstruktor bauen. Tatsache. Dann lassen wir das mit Eisenplatten und Stangen machen wir hier neben. Also brauchen wir noch eine Schmelzerei. Eine E-Mail? Hm? Ach, mal Draht brauchen wir. E-Mail lese ich später. Was soll das denn? Oder ist gerade Energie zusammengebrochen? Scotty, wir haben ein Problem. Brauchen mehr Saft. Noch ein. Haben wir alles zu viel jetzt angeklemmt? Biomasse. Wo? Da. Wir haben jetzt wieder genug Saft. So, wo waren wir? Ich wollte ja so ein Ding benutzen. Ach ja, wir brauchen Draht, genau. Draht haben wir jetzt hier doch in Produktion. Ja, damit. Nein, kein Minen. Boah, eine Schmelzerei. Konstruktor dahinter. Verstärkte Eisenplatte, zu teuer. Ja. Wir können aber schon mal den hier aufheben. Minen. Dingensbums. Nee, das wird zu eng. Machen wir dann gerade bei dem. Das war aber ja gerade meine Fresse. Probieren Sie es bitte noch einmal. Fühlte sich auch nicht gerade an. Reicht. Eisenplatten. Hallo. Dafür brauchen wir auch mehr Saft. Hast du noch Platz? Wahrscheinlich nicht.
Du? Auch voll. Wie machen wir das jetzt? Die sind alle voll. Ich hab die schon alle. So, du kommst weg. Kommst da dran. Du da dran, du da dran. Sehr gut. Dann haben wir schon mal das am Start. Machen hier noch einen hin. Bauen dann die Stromleitung ab. So, es hilft. Hilft uns aber trotzdem nicht mit unserem Problem hier weiter. Wir müssen hier noch einen Mast hinsetzen. Beide gehen auf den. Machen wir eine davon weg. Ja, ich weiß. Muss man richtig mit der Maus runterziehen. So. Du kannst dann da dran. Du gehst dann hier rüber. Und du gehst da dran. So. Problem gelöst. So, jetzt brauchen wir noch eine so einen Konstruktor, glaube ich, daneben. Immer noch Eisenplatten. Du hast auch zufälligerweise welche, oder? Verstärkt. Jo, lesen. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Der braucht Schrauben. Waren nur drei Stück, oder? Du sollst bauen. Eisenstangen. Wenn du Strom hast. Was mit dir? Hast auch keinen Saft? Was Saft? Ach so, sollst du Eisenbarren machen.
Strom zusammengebrochen. Nein. Alarmstufe rot. Ich glaube, Biomasse fehlt. Boah, ich glaube, wir verbrennen langsam ziemlich viel. Alter Schwede, geht das da durch. So, wir brauchen noch einen Konstruktor. Verstärkte Eisenplatten, das heißt Eisenplatten, Stangen brauchen wir auch für die Schrauben. Gib her. Obwohl, wir lassen sie erstmal mit der Stangenkonstruktion. So, nächste Hub-Upgrade. Biomassenbrenner, das ist schon mal gut. Den brauchen wir. Weltraumlift, Objektscanner und Signalisator. Meilenstein auswählen. Was aber denn? Ach ja, haben wir nicht einen Scanner oder sowas bekommen? Nee. Oh, sieht cool aus hier drin. Sauber. Sauber? Sauber. Zockerzimmer. Perfekt. Können wir hier irgendwas Neues bauen? Nö. Aber läuft, ey. Es fehlt uns noch, ja, für Beton. Noch so den ganze Minendingsbums. Der war weiter unten. Können wir so ein Minenteil schon bauen? Oder noch? Aber die Ressourcen. Ja, haben wir. Der war doch hier vorne. Hallo. Meiner. Ausgang ist da vorne. Ja, lassen wir seitlich, damit wir den Berg hier hochkommen. Machen wir aber auf der anderen Seite. So, du brauchst Saft. Nehmen wir von denen. Wir machen hier eigene Leitungen darunter. Jo, kommt sogar so weit. Was? Schon wieder? Haben wir es jetzt übertrieben? Produktion ist zusammengebrochen. Nein. Jo, wir haben unsere Maximalkapazität erreicht. Ja, dann müssen wir halt das Ding erstmal ausstellen da unten. Und warten, bis wir den nächsten Upgrade gemacht haben. Hallo. Tut mir leid. Du musst dich in Standby versetzen. So, und schalten wir wieder den ganzen Kram an. Und warten, bis wir dann die ganzen Sachen für den nächsten Upgrade zusammen haben. Einschalten bitte.
Boah, wir sind genau an der Grenze. 49, 30. Steht die Gesamt irgendwo? Ach, Gesamt ist, ist 40. Okay. Ja, cool. Ich würde sagen, wir haben schon einiges geschafft jetzt hier in der Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen erkennen, was wir hier vorhaben. Und in der nächsten Folge machen wir direkt auch weiter mit unserem Hub-Upgrade. Und ich würde sagen, vergesst nicht ein Like zu hinterlassen, macht das jetzt eben schnell. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal.